Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Sosnovka in der Challenge gegen Solaris Game World. Wir gucken direkt mal auf den Kredit. 0 Euro minus 517 am heutigen Tag. Das sieht soweit gut aus. Gegrubbert haben wir auch die beiden Fälle hier, beziehungsweise ja mittlerweile jetzt ein Feld. Von daher ist das schon mal in Ordnung. Hier müssen wir natürlich noch die Bäume fällen. Ein Baum ist schon gefällt, den müssen wir noch zerkleinern und abtransportieren. Aber soweit sieht das ganz gut aus. Wir brauchen jetzt natürlich als nächstes einmal die Sämaschine. Die wird wahrscheinlich irgendwo da hinten stehen. Genau. Die werden wir brauchen. Denn wir wollen jetzt natürlich auch auf Feld 20, 15, ist ja jetzt ein Feld, wollen wir natürlich wieder ansehen und dementsprechend weiterarbeiten. Auch hier sehe ich schon, ist die erste Wachstumsstufe zum Teil durchgelaufen. Wahnsinn. Unkraut wird natürlich auch wieder kommen, das ist klar. Das müssen wir nochmal abändern. Dann, wenn es soweit ist, mit dem gewissen Teil, ne? Aber das kriegen wir, denke ich mal, auch hin. So, einmal hier reinfahren. Ich habe noch mal einen Mod mit dazu genommen. Ich finde Mods richtig interessant, vor allem ich liebe ja MAN. Ich glaube, das wisst ihr ja mittlerweile. Die Sämaschine brauchen wir. Da habe ich einen MAN mit reingenommen, einen Ballentransport Autolot. Das ist dieser hier, einmal für Rundballen, einmal für Quaderballen. Ich denke mal, für uns ist interessant Quaderballen und Rundballen. Ich weiß nicht, ob wir da die Option haben, das zu wechseln. Nein, sieht nichts aus. Aber der eine ist für Quaderballen, der andere genauso ist für Rundballen. Mega cool. Ich freue mich auf jeden Fall drüber, dass ich den auch hier mit drin habe. Und wird auf jeden Fall, denke ich mal, relativ interessant werden. Da bin ich mir definitiv sicher. Also da wird auf jeden Fall noch einiges noch hier auf uns zukommen. Richtung Mods. Ich habe auch noch so den einen oder anderen LKW gesehen von MAN, der mich interessieren würde und mich auch total reizen würde, mit reinzunehmen. Also da müssen wir noch gucken, was da natürlich in den nächsten Folgen noch machbar ist. Wir brauchen natürlich Kohle dafür, um die zu holen. Das ist klar. Ohne Geld ist nichts machbar. Aber auch das kriegen wir, denke ich mal, hin. So, was pflanzen wir jetzt auf Feld 20, 15 hier? Auf dem Riesenfeld hier. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, hier ordentlich was zu pflanzen. Ich würde natürlich gerne in eine richtige Richtung gehen. Welches ist, müssen wir mal gucken. Ich könnte mir aktuell vorstellen, halt Raps. Oder wir gehen nochmal in Richtung Weizen. Weizen, Hafer, müssen wir gucken. Ich denke mal eher in Richtung Raps. Von daher würde ich sagen, wir wählen Raps aus. Wir werden Raps pflanzen. Und dann geht's ab. So, gut. Der hier muss arbeiten. Wir wollen aber aktuell einmal mit einem Traktor eben mit einem... Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einmal die Baumstumpffräse. Wo ist diese? Die müsste hier irgendwo liegen. Da. Da wollen wir mal eben zu Feld 15 fahren und einmal natürlich das mit den Baumstümpfen erledigen, dass wir da hinten keine Probleme kriegen. Genauso können wir das direkt hier mit machen mit Feld 19. Und hier sind ja auch noch Baumstümpfe vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele oder wo welche sind, aber es werden hier natürlich noch ein paar Baumstümpfe vorhanden sein, die natürlich dementsprechend entfernt werden müssen. So, das wollen wir natürlich durchführen.
So. Das sieht soweit gut aus. Das nächste. So. Und der nächste. So, dann haben wir hier einen Ast liegen, der kommt natürlich noch weg. Die kleinen Teile werden wir natürlich auch noch mal einsammeln, zusätzlich und dann durch den Schredder jagen. Gehe ich mal davon aktuell aus, dass wir das auch machen werden. Sieh, hier liegt noch irgendwo was, oder? Zumindest habe ich gerade hier irgendwo was gesehen noch. Egal. Werden wir sehen. Werden wir spätestens dann beim Mähen feststellen. Spätestens beim Mähen werden wir es feststellen. So, der Baumstumpf ist auch weg. Dann haben wir noch hier einen. Ich habe es doch gesagt. Ich hab's doch gesagt, Leute, da ist noch was. Hier ist einer. Hoppala. Sehr gut. Sonst hatten wir hier keine Baumstümpfe, von daher ab zu Feld 15 da hinten die drei Baumstümpfe entfernen. Dann wird das auch passen. Sehr gut. Wie sieht es aus mit Feld 31? Ist da was fertig? Feld 31 ist noch nicht fertig. Feld 31 ist aber Unkraut, das müssen wir noch abändern. Das können wir gerne machen. Wir müssen jetzt erstmal nur hier hinten die Baumstümpfe eben entfernen. Das machen wir mal schnell. Können wir den direkt auch direkt mit entfernen, ne? Der hier vorhanden ist. Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir den direkt auch mit entfernen. Fällen wir direkt alle Bäume? Komm, wir fällen direkt alle Bäume. Was wir machen, machen wir auch direkt. Also weg mit den Bäumen. Dann können wir hier nämlich direkt auch mit der Baumstumpffräse eben schnell arbeiten. Und die Baumstümpfe natürlich hier entfernen. Es wird natürlich relativ viel Aufwand werden, hier die Bäume klein zu machen. Das ist richtig, das stimmt. Aber ich denke mal, die Option ist trotzdem relativ in Ordnung. So. Sehr gut. Und nächster Baumstumpf. Und letzter. Dann haben wir nämlich direkt auch erledigt. Dann passt das. Ne? Dann passt das, Leute. Klar ist das jetzt Aufwand, die Bäume zu zerkleinern, zu häckseln und alles, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das ordentlich hin und das sollte dann auch passen. So, einmal zurückfahren und den nächsten Baumstumpf.
hier mitnehmen und den nächsten. Also ein paar werden wir noch haben hier. Da wird einer sein. Sehr gut. Und da ist auch noch einer. Also zwei haben wir, glaube ich, hier noch. Genau, hier einmal. Und einmal hier vorne noch der. Sehr gut, dann haben wir das auch entfernt. Dann sind wir da schon mal direkt auf dem Laufen und auf der sicheren Seite. Sehr gut. Dann können wir einmal zu Feld 15 fahren und da noch die letzten Baumstümpfe entfernen. Die drei Stück. Dann haben wir auch das erledigt. Können wir zuversichtlich hier weiterfahren und mähen vor allem. Ne? Das ist ja auch so eine Option. Kriegen wir aber alles hin. Kriegen wir alles hin. Ja. Komm schon. Nee, das. Kriege ich nicht aufgehoben, ne? Oder? Da muss ich später nochmal nachgucken. Also ich mach's jetzt, passt auf. Landschaftsbau starten. Texturieren. Also X. Schon. Was ist da? Irgendwas ist da? Keine Ahnung. Absenken. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht, ne? Naja, okay.
Texturieren. Wollen wir natürlich auch wieder. Nein. So. Machen wir wieder hier ganz normal Gras hin. Dann passt das. Ne? So, gut. Motor starten. Können wir mal gucken hier. Aber finden wir jetzt gerade nicht mehr. Okay. Gut, nächster Baumstumpf ist hier. Der muss natürlich auch noch mit weg. Und der nächste ist da hinten noch. Hier irgendwo. Da. Gefunden. So, das hätten wir. Sehr gut. Sind wir auf jeden Fall relativ gut dabei. Hier mit dem Baumstumpffräsen. Das eine Stück hat jetzt natürlich relativ viel Zeit gekostet. Okay, passiert. Kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern, Leute. So, packen wir die weg, die Baumstumpffräse. Dann werden wir natürlich gucken, dass wir hier die Bäume natürlich weit häckseln. Wir müssen auch noch Unkraut machen auf Feld 31. Das können wir auch noch eben schnell durchführen. Das ist ja kein Problem. Ist ja relativ schnell erledigt mit unserer Spritze. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So gut. Also das funktioniert auf jeden Fall. Dann packen wir die Fräse auf jeden Fall wieder weg. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, ich habe mich gerade gewundert. Aber nee, passt alles. Das passt alles. Baumstumpffräse packen wir weg. Wir holen uns jetzt eben mal die Feldspritze. Dann werden wir nämlich mal eben schnell Feld 31 hier das Unkraut wegmachen, Pflanzenschutzmittel hier sprühen, sollte eigentlich auch passen. Wir können, glaube ich, hier noch mal auffüllen. Ich glaube, hier ist noch was drin an Pflanzenschutzmittel, dürfte nicht allzu viel sein, aber gut, wenigstens etwas sollte passen. Dann hoppala, schon anständig fahren hier, ne? Ja, war jetzt nicht wirklich viel. Aber okay, besser als nichts, ne? Besser als nichts. So, weiter geht's in Feld, in Richtung Feld 31. Und zu Feld 31. Wenn man eben schnell Pflanzenschutzmittel macht. Gut, einmal hier rüber. Danach können wir dann nämlich ganz in Ruhe weiter die Bäume zerhäckseln. Die 6 Stück. Dafür haben wir ein bisschen Zeit. Sollten wir auch ganz gemütlich machen, sage ich mal so. Haben wir jetzt keinen Zeitdruck. Die Felder sind soweit relativ gut dabei. Von daher passt das. Wir könnten schon mal den Drescher in Richtung oder zu Feld 31 fahren, theoretisch. Aber gut. Das kann man alles dann machen, wenn es soweit ist.
Aktuell 17.000 Euro auf dem Konto. Läuft. Das läuft. Ich bin am Überlegen, ob wir eventuell komplett in Richtung Rundballen gehen. Da bin ich am Überlegen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es aktuell noch nicht. Um es ehrlich zu sagen. Also dann könnten wir uns definitiv ein Gerät sparen, ne? Ja. Ich glaube, das wäre von Vorteil. Ich glaube, das wäre sogar von Vorteil. Warum brauchen wir nur die Rundballenpresse? Und keine, beziehungsweise den Rundballen-Autoload? Die Quaderballenpresse, okay, die haben wir jetzt. Die könnten wir aber auch zurückgeben. Das würde dann auch nochmal Geld bringen. Also ich würde mich da eventuell wirklich auf eine Sorte spezialisieren an Ballen. Und den Rest lassen wir dann einfach quasi weg. Also sprich Rundballen oder Quaderballen, nicht beides. Dann könnten wir, glaube ich, auch nochmal relativ gut Geld sparen und ein Geld zurückkriegen von der Ballenpresse, ne? Und dann sollte das, denke ich mal, auch passen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir machen. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich habe doch noch eine so eine Idee. Ich habe da noch so eine Idee. Wart's ab, Leute. Wartet's ab. Mir fällt da gerade was ein, was wir machen könnten. Eventuell. Eventuell. Die Bäume müssen wachsen hier. Die Bäume müssen wachsen. Wir brauchen Kohle. Viel Kohle. Mhm. Aber gut, hier wachsen 10 Bäume. Das ist mega. Das ist wirklich mega. Können wir wirklich nicht drüber meckern, was die Bäume bringen. Das ist schon heftig. Viel Geld. Das ist schon heftig viel Geld. So, wir haben fast 5 Uhr morgens. Wahnsinn, es wird bald wieder hell. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, weil dann sehen wir auch was beim Bäumehäckseln, ne? Verdammt gut. Hoppala. Das ist verdammt gut. So, damit können wir wieder zurückfahren. Sollen wir jetzt die Feldtrenner mähen oder sollen wir später machen? Ich glaube, das machen wir später. 98 Euro Lohnzahlung, okay. Das passt aber auch noch. So viel ist das nicht. Das kriegen wir gut wieder rein, das Geld. Die 40 Bäume sind natürlich non plus ultra. Das ist heftig. Was die an Geld geben werden, das wird richtig, richtig heftig werden. Davon können wir uns wieder gut was leisten dann. Vom Erlös. Vom Baumverkauf dann. Ne? Das wird richtig heftig werden. Aber ich bin zufrieden damit. Definitiv. So. Gut, dann stellen wir den Anhänger mal wieder ab.
Hoppala. So. Ich muss aus. Einfach nur abstellen. So, jetzt will ich den Traktor nicht mehr wegfahren. So, danke sehr. Gut, das hätten wir. Da brauchen wir gerade auch nichts machen. Das ist die Sämaschine. Da ist gerade auch alles in Ordnung. So, jetzt geht es hier mit weiter natürlich. Ne? Also hier bitte einmal. Nein, den Shop. Einmal Rohr rausfahren. Einschalten. Dann wird hier eingeschaltet. Schalten wir auch nochmal Licht hier ein. Da sehen wir ein bisschen mehr. Gut. Los geht's. Los geht's. Okay. So, dann kommt das Stück hier drauf. Nächstes Stück Holz. Und so, komm, danke. Gut, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch soweit erstmal fürs Zuschauen. Ich sage einmal bis dahin, Servus und Tschüss.